wird vor der Hütte mitgesummt, Andi. Ja, oder? Schon? Da sind so viele. Das freut uns. Der Platz war nie leer. Wir haben uns Sorgen gemacht. Landeshauptstadt von Niederösterreich, großes Bundesland, wenig Menschen hier, aber es war nie leer. Es war nie niemand da. Ja. Es war das Gegenteil der Fall. Ja. Ehrlicherweise war es vom ersten Tag an dann bummvoll. Die Schüler, die gleich einmal am ersten Tag am 19. reingekommen sind, ich glaube, es waren 1500 Schüler gleich einmal da oder so. Es war mega. Hey St. Pölten, seid ihr bereit für die letzten Minuten Ö3 Weihnachtswunder 2018? Ja, offensichtlich. Schauen wir nochmal zurück, oder? Ja. Oje. Wir fragen uns übrigens jedes Jahr aufs Neue, irgendwie, wer wird als erstes heulen? Ich glaube, das ist dieses Jahr tatsächlich. Ich bin, muss jetzt schon die ganze Zeit. Gut. Meine Damen und Herren, was soll man sagen? Es war uns ein Fest. 19. Dezember 2018. Andi Knoll zieht die Regler hoch und eröffnet das Ö3 Weihnachtswunder 2018 in St. Pölten. Und er freut sich. Gott sei Dank, es ist soweit. Herzlich willkommen zum Ö3 Weihnachtswunder in St. Pölten. Für Familien in Nöten senden wir aus St. Pölten. Richtig! Ö3 Stunden Ö3 für Familien in Not in Österreich. Wenn so viele Menschen spenden, dann finde ich, das hat so viel Positives. Ich bin das erste Mal dabei und bin begeistert. Ich finde das ganz toll, was ihr jedes Jahr macht. Die Leute stellen sich an, um spenden zu dürfen. Da muss etwas Gutes sein. Es kommt dort an, wo es hingehört. Ich möchte Teil davon sein. Die gläserne Wunschhütte war 5 Tage lang Studio, Schlafzimmer, Spendenbox und Konzertsaal. Make some noise für Christopher Seiler und Bernhard Speer. Weihnachten ist schon ein sehr wichtiges Fest. Man sieht ja auch mit diesen Ö3 Weihnachtswunder, was eine Gesellschaft ausmacht, nämlich Schwächeren helfen und da zu sein. St. Pölten macht some noise vor Revolverheld. Servus! Ich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht war. Ich gehe mit dir in die schönsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Also es ist cold, aber es ist super, weil es einfach voll schöne Stimmung ist. Es ist alles beleuchtet. Ein super Radiosplatz mit der Kulisse. Also ich glaube, das ist für jeden was. Mit den Moderatoren und der Musik, das ist Weltklasse. Gleich wird es ein Hits haben in der Hütte und Kaköten, denn Volkshilfe sind in St. Pölten. Dass sie Wurst, dass sie gut waren im Make-up für schon lang. Und jetzt geht's los. Wollt ihr Christina hören? Hallo! Grüß euch! Schön, schau der Robert, da singt immer in seinem Becher ran. Du überlegst ernsthaft jetzt, wo das Dreamteam Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht mehr zusammen sind, das wird zwar jetzt irgendwie eine Bühne starten, oder? Ja, warum nicht? Weil ich singe so schön in den Becher. Du hast so schön in den Becher gesungen. Denn wir gehen den Weg von hier weiter und weiter ein Oderle. Also, Landjugend Niederösterreich ist in der Haus. 42.350 Euro von der Landjugend Niederösterreich. Na, ist das eine Überraschung? Das Ö3 Weihnachtswunder. Mit in der Regel. Julian Le Play. Lemo! Cesar Samson! Den Boxrucker siehst das! Euch! Und Österreich am Radio! Die haben total super Stimmung und es sind Superstars da und das sagt man vorhin. Wir haben von der Früh bis jetzt Nacht am Computer, am Handy ständig irgendwo laufen. Das Ö3 Weihnachtswunder im 5. Jahr. Und auch Gabi, Robert und Andi sind sich wieder ein Stückchen näher gekommen. Andi Knoll, Robert Kratki, schlafen immer zusammen hinten im Container in ihren Stockbetten. Das heißt, ihr kennt euch eigentlich relativ gut. Stimmt.
Aber jetzt weniger aus wegen des, im Stockbett schlafen. Die Nasszelle, finde ich, schweißt zusammen. Ja? Okay. Alle machen zu dritt alles gleichzeitig. Nehmen, also nicht, nebeneinander Zähne putzen, dann ein bisschen Pipi, gurgeln. Also es ist irgendwie so. Ja, wunderbar. Da haben wir was für euch überlegt. Alles in deiner Dusche, glaube ich. Ja, gemeinsam haben wir viel gelacht. Aha. Wer ist jetzt er? Der hat Oberschenkel wie Traversen. Das ist vom Feinsten. Der hat einen Teamchef gekriegt von Israel. Gut, ich war immer schon relativ Tel Aviv. Es kommt nicht darauf an, was man zwischen Weihnachten und Neujahr isst, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja, ja. Es ist aber auch ein guter Moment, um einmal kurz in sich zu gehen und zu spüren, wo und wie schnell das Leben eine Wendung nehmen kann. Er hat sich eigentlich kaum verabschiedet daheim, auf fürs Motorrad und ja, es geht so schnell und ja, und dann muss man halt die Kinder, die traurige Nachricht irgendwie übermitteln. Das war einer meiner schwersten Tage in meinem Leben. Das kranke Kind, das schwerkranke Kind im Krankenhaus und die vier gesunden Kinder, was zu Hause auch die Mama. Auch die Mama brauchen. Wie macht man das? Der Teil hat immer gesagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Die kleinen Kinder brauchen wir. Ja, sie hat gekämpft wie ein Löwen, aber da geht es verstecken. Licht ins Dunkel hat uns sehr geholfen. Das ist wirklich unbürokratisch über die Bühne gegangen und das war uns eine Riesenhilfe. Weil die Kraft noch und mehr fürs Kind da ist, als wir, wenn ich mir da noch und anders Sorgen machen muss. Das gibt schon einen Halt, wo du weißt, da sind ganz viele Menschen draußen, die dir helfen, auch wenn du sie nicht kennst. Ja? In den letzten 5 Tagen waren sie das Ö3 Weihnachtswunder. Hallo, ich bin die Martina und ich würde gern 50 Euro spenden. Hallo, hier ist der Markus und ich würde gern 5 Euro spenden. Ich bin die Dina und ich würde gern 5 Euro spenden. Hallo, ich bin der Roland und ich möchte gerne 5000 Euro spenden. Hallo, ich bin der Gerhard und ich würde gerne 15 Euro spenden. Hier ist die Birgit und ich würde gerne 50 Euro spenden. Ich darf gern 30 Euro spenden. Hallo, hier ist der Markus und ich würde gern 5 Euro spenden. Hi, ich bin die Maria und ich würde gerne... Viele, die gespendet haben, die sind auch heute... hierher gekommen und singen noch einmal unser Lied. Woher überall? Henfeld. Henfeld. Bad Vöslau. Linz. St. Pölten. Obergrafendorf. Obergrafendorf. Weißhofen links. Bürger. Und so weiter und so weiter. Das halbe Land ist da. Das ganze Land hört zu. Und jetzt wollen wir es wissen. Ja. Kurz räuspern, gell, weil uns bricht, glaube ich, gleich die Stimme weg. Na, so viel Stimme haben wir noch. Ja, für das muss es reichen. Nur damit Sie wissen, wie das ist. Ja, wir selbst haben beim Ö3 Weihnachtswunder niemals genau gewusst, eigentlich, wo wir stehen. Immer nur um 10 Uhr hat Mission Control den Spendenzwischenstand auf dem Bildschirm hinter uns gezaubert. Und ja, dann haben wir es gewusst. Und jedes Mal war es hier in St. Pölten beim Weihnachtswunder 2018 sowas wie... unglaubliche Staunen, ja, unglaubliche Freude, unglaubliche Spannung. Es war einfach mehr als in all den Jahren zuvor. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen keinen Rekord jagen, aber wir wissen halt auch, dass jeder Cent dieser Summe, die jetzt gleich hier am Bildschirm erscheint und die Sie gespendet haben, dass jeder Cent dringend gebraucht wird. Also, wenn es wieder so viel ist, wenn es mehr ist, es wäre super. Es wäre wirklich, wirklich wichtig. Na ja. Ja, wir warten einfach nur irgendwie. Also, ich warte auf das grüne Licht irgendwie von Mission Control, irgendwie, so, dass zusammengerechnet wurde. Ja. Stimmt, weil es ist ja, man muss ja sagen, wirklich in den letzten Minuten auch hier noch am Rathausplatz in St. Pölten, die Menschen kommen. Gestern haben wir eine Stunde zum Teil Wartezeit gehabt, bis die Leute zum Platz gekommen sind und an den Postkasten. Irgendwie ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das ganze Land hier dabei sein will. Okay. Bekomme ich ein Go? Alles klar. Na dann, sprechen wir doch gemeinsam die magischen Worte. Seid ihr bereit auch in St. Pölten, ja? Ruhig.
gemeinsam. Das Ö3 Weihnachtswunder werde wahr. Wow! Okay. Es ist wahr. Es steht da. Es beginnt mit einem Dreier. 3.750.497. Oh, Maria. 3.750.497 Euro. Das ist so gewaltig. Bist du deppert? Das ist ein wahres Wunder. Vielen, 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 vielen tausend Dank. Ja, mehr kann man nicht sagen. Das Ö3 Weihnachtswunder verneigt sich vom Christkind. Das ist nämlich jetzt das nächste im Anflug. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Alles Gute und danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, wie schön war die Zeit in St. Pölten hier mit Hiller und Kratki und Knoll. Viele Gäste, Momente, Geschichten, Musik und Liebe, die ganz Österreich umgibt. 3 Klick Spenden für Familien in Not bei Ö3, ja, da hilft man sich gern. Vielen Dank, liebe Leute, ihr seid wunderbar, das Ö3 Weihnachtswunder im fünften Jahr. Weihnachtswunder im fünften Jahr, sagt jetzt Papa. Jetzt live aus den Ö3-Studios Heiligenstadt. Ö3-Nachrichten, Wetter und Verkehr.